Nürnberger Parteitaggelände. Motive auf dem Parteitaggelände. Dankte dem Führer für seine Rede. Das Reichssinfonieorchester schloss die Kundgebung mit dem vierten Satz der C-Moll-Sinfonie von Brahms. Dann sprach Alfred Rosenberg die Schlussworte. Aus den Erinnerungen des Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss. Es kamen nun im Frühjahr 1942 die ersten Transporte aus Oberschlesien, die alle zu vernichten waren. Sie gingen auch zuerst ganz ruhig in die Räume, in denen sie desinfiziert werden sollten. Bis dann einige doch stutzig wurden und von Ersticken, von Vernichten sprachen. Es entstand dann sofort eine Art Panik. Doch schnell wurden die noch draußen Stehenden in die Kammern hineingetrieben und die Türen zugeschraubt. Bei den nächsten Transporten wurde von vornherein nach den unruhigen Geistern gefahndet und diese nicht aus den Augen gelassen. Machte sich Unruhe bemerkbar, so wurden die Unruheverbreiter unauffällig hinter das Haus geführt und dort mit dem Kleinkalibergewehr getötet. Viele Frauen versteckten ihre Säuglinge in den Kleiderhaufen. Die vom Sonderkommando passten da ganz besonders auf und redeten der Frau so lange zu, bis sie das Kind mitnahm. Es musste aber auch nachts verbrannt werden, um die eintreffenden Transporte nicht abstoppen zu müssen. Das Fahrplanprogramm der einzelnen Aktionen, das durch eine Fahrplankonferenz durch das Reichsverkehrsministerium festgelegt war, musste unbedingt eingehalten werden, um eine Verstopfung und Verwirrung der betreffenden Bahnlinien zu vermeiden. Baustelle Kongresshalle auf dem Parteitaggelände. Die Bauarbeiten wurden während des Krieges eingestellt. Das Modell wird immer größer durchgebildet. Mal größer. So nimmt das deutsche Kulturschaffen auch während des Krieges ungestört seinen Fortgang. Eine Siegesgöttin, die ebenfalls noch dreimal größer wird. Oh!
eine Vernichtung sehen. Wir sahen es im Gegenteil in einen gigantischen Aufbau. Ideenskizzen Hitlers. Zukunftsbilder. Umgestaltung der deutschen Städte. Tischgespräch Hitlers vom 8. Juni 1942. Protokoll. Man müsse die Völker Kontinentaleuropas ganz planmäßig auf den germanischen Gedanken hinlenken. Es sei sogar gut, dieser Arbeit durch Umbenennung der Reichshauptstadt Berlin in Germania einen besonders nachhaltigen Auftrieb zu geben. Denn der Name Germania für die Reichshauptstadt in ihrer neuen repräsentativen Form sei geeignet, zwischen jedem Angehörigen des germanischen Rassekerns und dieser Hauptstadt ein Gefühl der Zusammengehörigkeit zu erzeugen. Dass eine solche Umbenennung Berlins auch technisch keine Schwierigkeiten mache, zeige die Verdeutschung Gedingens in Gotenhafen und die Umbenennung von Lodz in Letzmannstadt. Führerbefehl vom 20. August 1943. Ich brauche schnell 1 Million Wohnungen für Fliegegeschädigte und Ausgebombte. Die Wohnfläche stelle ich mir vor in dem Ausmaß von 3 bis 3,5 mal 4 Meter. Ausführungsmaterial, ob Holz, Beton und so weiter, ist mir gleichgültig. Ich denke sogar an Lehmhütten oder schlimmstenfalls Erdlöcher, einfach mit Brettern überdeckt. Die Häuser sollen möglichst einzeln aufgestellt werden. In Schrebergärten, in Anlehnung an Städte und Dörfer. An der Peripherie der Städte möglichst unter Bäumen versteckt, in der Nähe von Höhlen oder Schutzraumanlagen und so weiter. Aus dem Liederbuch des BDM, Wir Mädel singen, herausgegeben von der Reichsjugendführung. Lied der Geusen. Nun tapfres Schwert, zeig geehrt deinen Wert, schmetter zur Erd die grimmen Leuen, die uns bedreuen, die blutrünstigen Scharen. Möge das Blut dieser Brut unsere Schwelle bespritzen. Über Schutt und Leichen die Bahn, feige Knechte, rücket nur heran. Vaterland, wir schützen dich gut. Fließen sollen Strömen feindes falsches Blut.